Was für ein schöner Tag, liebe Freunde, um euch heute ein neues Auto in GTA Online vorzustellen. Ich bin der Mafuyu und ich freue mich, dass ihr hier heute auf meinem Kanal seid und euch dieses neue Video anschaut. Denn ich stelle euch den 770 vor. Das ist das brandneue Auto, welches Rockstar Games soeben veröffentlicht hat. Und ich habe euch ja kürzlich den Fista vorgestellt. Den findet ihr für alle Leute, die das Video nicht gesehen haben, unter diesem Video in der Beschreibung. Und wir gucken uns heute das brandneue Auto an, werden dieses auch tunen und eine kleine Spritztour machen. Und ich finde es super schön, dass ihr dabei seid. Das ist bei Legendary Motorsport zu finden, das Auto. Und ist dieser Wagen für 695.000, ja, eigentlich ein Schnäppchen, wenn man das natürlich mit den anderen Autos vergleicht, die hier über 1 Million kosten, aber es geht. Also, das brandneue Modell von Dubauchi hat nur eine Handvoll dieser Schönheiten gebaut und das nicht nur wegen ihrer häufigen Unterschlagungsdelikte. Oh, das klingt aber nicht so gut für die Firma. Vielmehr ist es der Ausdruck ihres Eintretens für hohe Ansprüche und strikte Exklusivität, die in der Überzeugung wurzelten, dass das 1% der Superreichen das einzige Prozent ist, das zählt. Klingt das nach einer Gelegenheit, etwas zu beweisen? Ist es auch. Ja, irgendwie ergibt dieser eine Satz keinen Sinn. Naja, egal, auf jeden Fall. Ist das der neue Wagen, ich habe immer noch ein bisschen Stimmprobleme, aber es ist echt besser geworden. Das ist das brandneue Auto, welches ab sofort in eurer Garage eurer Wahl stehen kann und sieht schon mal sehr schick aus, ja, aber kann natürlich von der Geschwindigkeit nicht mithalten mit den Supersportwagen, also ist natürlich auch ein Supersportwagen, aber glaube ich, kann nicht mit dem Banshee und so mithalten. Der Fista, haben viele mir in den Kommentaren geschrieben, der ist ja schneller als der Banshee, wenn man den auftunt. Aber das Auto haben wir gekauft und wir müssen natürlich gucken, ob sich das lohnt. Ja, Boss, kannst du mir mein Auto bringen lassen, meine Gute? Ich glaube, ich habe es hier hingebracht. Da, ja. Oh, danke schön. Alright. Ja, liebe Community, ich habe euch jetzt über 4 Jahre oder 3 Jahre jeden Tag die neuen Updates gezeigt und ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt weiterhin und auch weiterhin die GTA Online Videos schaut und auch die anderen Let's Plays und so weiter. Also ich mache das echt gern für euch und ich freue mich auch immer, dass ihr nach so einer langen Zeit immer noch dabei seid und vielen, vielen Dank dafür. Es kann auch sein, dass am Mittwoch, also morgen, ja, um 19 Uhr ein neuer Stream zu GTA Online stattfindet. Den findet ihr dann auf meinem Twitch-Kanal unter diesem Video in der Beschreibung. Da könnt ihr vorbeischauen, da werden wir dann weiter diesen DLC spielen. Okay, jetzt geht's weiter. Wir haben das neue Auto. So sieht der Wagen von innen drin aus. Ist mal was Neues, oder? Also so sah, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass das mal so aussah. Man hat ja sonst eigentlich immer den Innenraum vom Centorno recycelt, fand ich, oder? Naja. So, wir haben jetzt hier die schwarze Variante, natürlich ohne Tuning. Daher muss jetzt was her. So, ich hoffe, ich fahre nichts dagegen. Nein. Da muss jetzt auf jeden Fall was her. Und wir hauen natürlich wieder vollstes Tuning in die Karre, damit wir wirklich den ultimativen Schlitten in der Garage stehen haben. Und wir haben jetzt, glaube ich, jedes DLC-Auto auch inzwischen in der Garage. Ich brauche bald schon wieder eine neue. Muss schon alte Autos verkaufen. Schon echt krass. Ja, damit ihr den Sound auch hört. Zum Schluss der Folge habe ich noch eine Nachfrage an euch. Ja, da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Das ist mir sehr wichtig und da möchte ich mit euch noch über etwas reden. Also bleibt dran, aber zum Schluss erstmal. Erstmal tunen wir hier dieses Auto. Und zwar habe ich was Großes mit euch vor. Aber lasst euch überraschen. Erstmal fahren wir hier rein. So, liebe Freunde, da ist er. So sieht der Wagen natürlich standardgemäß aus, ein bisschen dreckig. Aber wir gucken mal, was wir daraus machen können. Also, wieso muss ich den jetzt reparieren? Wofür? So, wir machen natürlich wieder eine Panzerung da drauf, denn wir wollen nicht, dass das Auto kaputt geht. Rennbremsen, hauen wir alles rein. Erstmal natürlich wieder den Standardkram. Boah, ich bin immer noch krank, es tut mir wirklich leid. Aber es wird langsam besser. Auspuff. Ja, so krasse Auswahl hat er nicht. Serienmäßiger Auspuff sind 4 Stück. Oder mit einem ovalen Auspuff sind 2, aber die sind ziemlich groß. Dann nehmen wir lieber die. Sprengstoff nicht. Hupe. Ah, Hupe mache ich nie. Scheinwerfer. Ich glaube, ich werde das Auto Geld machen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ups, sorry, jetzt habe ich Quatsch gemacht. So. Ist Quatsch, dass man das dann 2-mal bezahlen muss, ne? Ich kann kein Mafuyu-Kennzeichen machen. Wieso? Hä? Komisch. Naja. Lackierung machen wir gleich. Okay, wir gucken erstmal. Carbon, ja. Man sieht jetzt nicht so viel, weil das Auto... Warte, machen wir Lackierung jetzt eben. Komm.
Gibt es auch nur eine Primärfarbe, also so viel gibt es hier gar nicht. Ich finde den Weiß eigentlich auch nice, oder? Guck mal, so sieht er doch auch echt cool aus. Ich mag nämlich weiße Autos, wobei das ist blau-silber, ne? Wo ist denn hier? Rot, ja. Aber Rot ist immer zu klassisch. Haben super viele Rennautos, also Sportscar. Das ist auch schön, ne? Toll. So, wir gucken mal. Ich finde sowas passt für den Wagen ganz gut. Hell-Orange vielleicht? Oder? Hm. Gucken mal. Bronze. Boah, ne. Oder so ein Blauton. Wir haben echt keine blauen Autos. Also das, wir machen heute mal einen Blauton. Komm. Mal so einen richtig schönen Blauton, oder? Sächsisch Blau. Ah, ne. Guck mal das hier. Guck mal. Oder dunkelblau. Dunkelblau eher, ne? Ja. So. Ne, BFT-Logo machen wir nicht drauf. Passt nicht zu einem Auto. Aber wieso kann ich kein Mafu Yuken sammeln? Naja, okay. Jetzt brauchen wir hier Neon Kids. Neon Anordnung. Zack. Was kombiniert denn Blau und Rot? Ja, ne? Sieht doch mega nice aus, oder? Oder Grün? Oder so ein... Ach, guck mal, das hier. Mintgrün sieht mega cool aus. Ja, Mintgrün gefällt mir. So, aha. Hupe. Spoiler, okay. Ja, ich will keinen großen machen. Ich würde hier sowas... So einen hohen Spoiler machen. Das Teuerste muss nicht direkt das Beste sein, ne? So, Federung, zack. Ich habe letztens ein Video von JP Performance gesehen. Da hat er gezeigt, dass er bei seinem Golf 7 so eine Funktion hatte, dass er das Auto tiefer legen konnte und auch wieder zu dem normalen Stand zurücksetzen konnte. Mit der Hydraulik macht man das, glaube ich. Und bin mir aber nicht sicher. Und da kamen dann halt so ein Paketbote. Fand ich mega lustig. Also vielleicht kennt ihr das Video. Ich feiere den JP auf jeden Fall. Er ist ein mega cooler Typ. Guckt mir so gerne seine Videos an. Okay, Luxus. Tuner. Ah ne, die Felgen finde ich nicht schön. Ich glaube, ich bleibe immer in den Standardfelgen. Oder Chromfelgen. Ja, ich finde solche eigentlich am geilsten, wenn ich ehrlich bin. Bei sowas ist auch schick. Ah ne, sowas passt nicht. Ne, sowas finde ich cool. Ich mag das. Oder sowas hier. Ja, boah, die sind auch nice. Aber die, boah, die sind auch killer aus. Boah, die kosten einfach 83.000. Krass. Gibt es denn echt so teure Felgen? Ja, bestimmt, oder? So. Liebe Community, am Schluss müsst ihr mal nochmal zusammenrechnen. Das macht ihr mal wunderbar in den Kommentaren, was wir fürs Tuning insgesamt ausgegeben haben und was das Auto für einen insgesamten Wert hat. Ich finde das immer cool, dass ihr euch da so beteiligt. Vielen, 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 vielen Dank an euch. Ihr seid echt die Besten. So, zack. Panzerung, okay. Sprengstoffhupe. Bremsen haben wir schon, ne? Das haben wir. Das haben wir. Wir haben alles. Turbo. Oh, Turbo-Tuning. Fast vergessen. Ach, Reifenqualm. Doch, haben wir doch geholt. Patriotisch. Oh, was ist das denn? Okay, fahren wir mal raus. Das ist unser neuer Schlitten, Leute. Komplett getuned. Kommt doch gar kein Reifenqualm. Hä? Oh Mann. Boah, nice, hört man den Sound. Wow, wuhu! Wie sieht denn der Wagen von den drei aus? Naja, konnte man jetzt nichts ändern, schade. Gucken wir, die Traktion ist. Ja, ein gutes Handling der Wagen. Ah, doch, er hat ein gutes Handling der Wagen. Ja, also mir gefällt der Wagen richtig gut. Ist es aber im Gegensatz zum Grotti und so natürlich kein Vergleich. Ist er praktisch eine günstigere Version von den ganzen krassen Autos, die jetzt kamen.
So, das ist unser neuer Schlitten, liebe Freunde. Aber ich wollte mit euch noch über etwas reden. Und das dürfte sicherlich viele Leute draußen interessieren, was ich euch jetzt zu erzählen habe. Es ist noch nicht 100% sicher, was ich euch erzähle. Wobei, eigentlich schon. Aber wenn es klappt, dann klappt es auch alles, ja. Ihr kennt das ja, man muss immer hoffen, dass es alles geht. Und Moment, ich mache mal hier alles an. So. Guck mal, wie geil das aussieht, die Karre. Meine Güte. So, wir müssen aber noch was machen, bevor ich es euch erzähle. Das ist exklusiv für euch, liebe Freunde. Alle, die meine GTA-Videos gucken, für die, das ist exklusiv nur für euch, okay? So. Oh, nice. Setze K, Leute. Das ist das Auto. Yeah! Mir gefällt es richtig gut. Aber, passt auf, Leute. Ich hatte vor einer Ewigkeit die Idee, euch ein Auto vorzustellen. Ja, und zwar mein eigenes. Ihr wisst ja, ich fahre einen VW Golf 7. Ich liebe mein Auto, aber ich habe gedacht, es kann noch cooler werden. Und deswegen habe ich, das ist kein bezahltes Ding oder so, es ist wirklich so, das mache ich für euch und für mich, habe ich VW angeschrieben und habe gefragt, ob wir nicht zusammen etwas machen können. Und das Coole ist, VW gibt uns jetzt, also dir, also ich mache Videos für dich und für mich, ein Auto, ein Golf 7R mit 270 PS. Und dieses Auto bekommen wir für 2 Wochen. Wir dürfen dann auch VW in, also wir werden das Auto in Wolfsburg abholen und werden dann praktisch 3 Vlogs machen, wo wir euch das Auto auch vorstellen und so weiter. Und das wird dann ab August ungefähr kommen. Und Golf R ist ziemlich ein krasses Auto, welches optisch richtig gut aussieht. Mir gefällt das mega und auch der Sound von dem Auto hat 4 Auspuffe. Ich gehe jetzt nicht ins Technische, also das werden wir dann machen. Aber 4 Auspuffe ist voll in die Aussage, so weißt du. Aber ich muss aber ehrlich sagen, ich freue mich mega drauf und ich finde es mega cool, dass VW das mitmacht. Die haben mir auch angeboten, eine Driving Experience mitzumachen. Das werden wir dann auch als Video festhalten und so weiter und so fort. Also es wird ein richtig cooles Video und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wie gesagt, das kann noch ein bisschen dauern, bis das kommt, aber ich wollte euch das einfach erzählen und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wie gesagt, es ist kein bezahltes Ding, ich kriege kein Geld dafür. Es ist einfach nur just for fun und das mache ich für euch und für mich und diese Videos sollen einfach nur ja, Spaß bringen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das war die kleine Story und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bitte jetzt nicht wieder mit Abgasskandalen und so einem Blödsinn kommen, weil das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Es geht einfach nur darum, sich auf dieses Video zu freuen. Und vielleicht habt ihr Vorschläge, was man denn machen kann mit dem Auto. Ja, 2 Wochen, außer das natürlich in die Luft zu springen oder sonstiges. Das werden wir natürlich alles nicht machen. Das ist ja kein GTA. naja, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns wieder in den neuesten, in den weiteren GTA-Videos oder in anderen Let's Plays. Und schreibt auch mal eure Meinung zu diesem Auto in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Schlitten? Geil oder eher nicht geil? Viel zu teuer oder sonstiges? Lasst einen Kommentar da. Bis zur nächsten Episode von GTA.